RSH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vollers Welt, der Blick hinter die Kulissen von RSH. Wie funktioniert das Leben von mir hier als Redakteur, als Moderator und als Kollege? Und da würde ich gerne jetzt mal folgenden Test machen. Und zwar bekommen wir ja von euch Hörern ganz viel Post und ganz viele Anfragen, telefonisch, Mails und so weiter. Nimm mal Kopfhörer ab, das ist Alexander Balz, der Kollege. Balz, wenn mich ein live? Hörer was fragt. Ja, ist live. Und das ist vorher nicht abgekommen. Wenn mich ein Hörer was fragt, was ist die häufigste Frage, die man mir stellt im Radio? Gibst du den Mitmann-Mix eigentlich auf CD? Richtig, so, genau. So. Ja, ist und so die zweite häufigste Frage, wie machst du den Mitmann-Mix eigentlich? Ja. Und das wollen wir heute mal klären. Wie wird dieser Mitmann-Mix gemacht? Früher haben wir an dem Gerät den Mitmann-Mix gemacht. Ja, das war aber noch analog alles und da hatten wir auch nur fünf Tonspuren und das war nachher qualitativ nicht mehr, hat nicht mehr den Ansprüchen genügt. Deswegen haben wir uns dann ein neues Studio dafür gebaut. Ja, und dann haben wir dieses Studio hier gebaut, das hat auch 5-6 Jahre, hat das komplett ausgereicht, da wurde es immer mehr mit dem Mitmann-Mix und immer komplizierter und immer mehr Spuren ineinander. Da hat das dann nicht mehr gereicht. Ja, nee, dann wollen wir einfach mal jetzt das Geheimnis auch lüften. Wo wird der Mitmann-Mix produziert und wie wird er produziert? Komm, einfach mit. So. Moin. Achtung, Kameramann, jetzt bitte nicht über die Rattenfalle stolpern. So. Und hier ist das Studio. Das neue Studio, das niegelnagelneue digitale Spezialstudio für den Mitmann-Mix, meine Damen und Herren. Und dann zeigen wir euch mal gleich, wie das so gemacht wird. So, der und das umdreht das jetzt nicht. Warte mal, nee, pass mal auf hier. Den da drauf. So. Nee. Vorführeffekt. RSH.